So, wie heißt du jetzt nochmal? Da in dem Chat. Wo war das jetzt hier? Einstellungen. Moderatoren. Wo macht das los? Guten Abend, ihr Lieben. Bleibt bitte dran, es geht sofort los. So, wie? Rambo. Moment. R-A. Rambo. Und dann? Punkt. Nomt. Nomt. N-O-M-T. N-O und dann? M-T. Alles klar. Suchen. Hast du mir vielleicht nicht gefolgt? Natürlich, oder bin ich dir nicht gefolgt? War ich böse? Dann folge ich dir gleich. So, guten Abend, ihr Lieben. Wir sind, natürlich gut möglich sein. Wir sind im nächsten Lost Place im Ruhrgebiet. Wir müssen uns jetzt ein bisschen ruhiger verhalten, weil hier Wohnhäuser in der Nähe sind. So. Ihr kennt das ja schon, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Bitte, wer den Ort erkennt, keine Ortsangaben machen. Ihr kennt das ja mittlerweile schon. Orte werden nicht genannt. Wer es erkennt, einfach nur Ruhrgebiet schreiben und dann war es das auch. Guten Abend zusammen. Ja, wir sind jetzt im nächsten Lost Place. Wir können jetzt nur hoffen, dass wir hier jetzt nicht wieder gestört werden, wie eben in der Zeche. Wir haben jetzt einfach mal unser Glück versucht, trotz Wohngebiet, und abwarten. So, ihr könnt hier sehen, das ist eine alte Fabrik. Die steht auch schon etliche Jahre leer. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne stellen. Wer den Ort erkennt, keine Ortsangabe. Was ist hier? Eine alte Lagerhalle und das ist vor kurzem noch eine alte Nähmaschine. Ja, das ist die Nähmaschine, von der du erzählt hast, ne? Aber müsste es ja werden. Ja, lass uns erstmal in die Halle gehen. Hier haben sie auch schon die Kabel und die Stromkästen geklaut. Das kennt man ja schon und dann mal eben hier hingeschmissen. Ich guck mal, ob ich dir folge. Oder guck du mal, du siehst das doch auch. Ich bin jetzt gerade am Moderieren. Gut. Ich hab dich ja zum... Achso. Ja gut, dann machst du das jetzt, ne? Dann mache ich dich im nächsten Live. Sollen wir da gleich reingehen? Ja. Ja, gehen wir erst in die Halle, ne? Ja, hier kann uns ja jetzt keiner mehr sehen. Wie gesagt, ihr Lieben, ich möchte euch bitten, falls ihr den Ort erkennt, keine Ort. Wir möchten hier nicht gemacht werden in der verlassenen Zeche. So. Wir gehen jetzt als erstes, das ist schon wieder ein Wohnhaus, ne? Wir gehen jetzt als erstes hier in die riesige Halle. Schwede, kann der Hund hier überhaupt rein? Ein Teil, ne? Boah, Wahnsinn. Da oben hängt noch ein Waschbecken. Ja, hier hat es gebrannt, ne? Kann das sein? Wahnsinn. Da geht es aber nicht weiter, ne? Hier. Also hier, wie ihr hier sehen könnt, jetzt mal eben warten hier einen Augenblick. Jetzt ist gerade das Bild unscharf. Augenblick. Mein Gott, Walter, irgendwas, jetzt ist die Kamera wieder in Ordnung. War gerade ein bisschen unscharf. Also hier in dieser Halle hat es gebrannt. Hier ist alles eingestürzt. Wir können hier gar nicht weitergehen. Vielleicht finden wir ja noch einen anderen Weg. Ja, dann gehen wir am besten wieder und dann gehen wir da vorne in das Gebäude. Das hat ja jetzt hier überhaupt gar keinen Sinn, ne? Gut. Hast du? Also hier ist jetzt nicht mehr begehbar, ist alles eingestürzt, wie ihr sehen könnt, durch das Feuer, vermuten wir mal.
Und ich möchte euch nochmal bitten, keine Orte nennen. Hier war jetzt, ne, da war der Eingang, ne? Ja, da ist nur ein Badezimmer. Ist auch ein bisschen komisch gemacht, ne? Wo kommen wir denn jetzt? Nicht da rein? Da hier rein. Ach ja, gut, dann gehen wir mal durchs Gemüse. Ach, gut, dass ich diesmal für alle, die immer sagen, ich habe Sandaletten an, heute nicht. So. Jetzt müssen wir mal Licht anmachen. Das ist ja auch eine riesige Halle hier. Direkt neben der, die eingestürzt ist. Ne? Geht sofort weiter, wir müssen mal eben ein bisschen Licht machen. So. Was haben wir hier? Ehrlich, jetzt wo? Hier, wenn du da. Nee, 4G. Ich habe alles, ist alles voll da. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Pass auf, hier ist ein Loch. Danke für die Geschenke, danke fürs Folgen. Ist das jetzt nicht die Halle, die eingestürzt ist da vorne? Ja, ne? Machen wir mal einen Schwenk da rein, ne? Hör mal, da kann man durchgehen. Gehen wir da gleich mal durch. Da gibt es einen Weg zu den Schienen vorne. Ja, da können wir durch gleich. Ich möchte euch noch mal bitten, keine Orte zu nennen. Falls ihr den Ort erkennt. Boah, hier brauchen wir gar nicht klettern. Hier geht's lang. Ja, du warst ja schon einmal hier, ne? Es könnte manchmal so ein bisschen der Empfang schlecht sein. Tut mir leid, das ist leider so. Bleibt einfach dran. Wenn ihr Fragen habt, stellt die bitte. Boah, das ist echt Wahnsinn. Guck dir das mal an, ey. Immer wieder ist das Bild unscharf. Es buffert die ganze Zeit. Das ist die Halle, weil Kühlung und so hier war. Ja, aber guck mal, 4G, voller Empfang. Heißt nichts. Scheiße. Tut mir leid, ihr Lieben, aber wir bleiben trotzdem, solange es geht, am Ball. Alter Schwede. Hier haben die aber auch ganz schön Krawall gemacht, ne? Boah. Das ist ja echt groß, ne? Guck mal, da liegt eine Matratze. Macht ihr eine PU? Nein. Wir machen keine paranormale Untersuchung. Wir machen nur Lost Place. Wir sind hier in einer verlassenen Fabrik im Ruhrgebiet. Die steht schon etliche Jahre leer. Hier wurde schon Feuer gelegt von irgendwelchen Vollidioten. Ihr kennt das ja leider schon. Und deshalb werden auch die Orte nicht bekannt gegeben. Ja, hier geht's nicht mehr weiter. Hier ist überall nur Unrat. Ja, hier ist, wir kommen ja da hinten sowieso in die Halle, die da vorne steht. Ihr seht ja, ne, viel Müll. Wir machen eine PU, okay? Kennst du das Gebäude? Hast du hier schon mal eine PU gemacht?
Wenn du das Gebäude kennst, schreib bitte einfach nur ja, keine Orte. Aber du kennst das ja selber. Mal hier, Dach weg. Hier haben bestimmt auch schon welche übernachtet, ne? Aber guck mal, hier haben sie versucht zu klauen, ne? Ja, nee. Ist da irgendeiner? Kein Empfang, dann leuchte einfach mal rein. Kannst du ein bisschen näher rankommen? Dann leuchten wir einmal rein. Da drin ist leider kein Empfang, deshalb gehen wir nur bis hier und leuchten einmal. Aber da sind wir. Wieso hast du denn da keinen Empfang, ey? Da ist doch alles offen da oben, oder nicht? Ja, sieht so. Na gut, die hat mal an. Was war denn da mal? Weißt du das? Weißt du das, was da hinten war? Oh. Mann, in was bin ich denn jetzt schon wieder reingestiefelt? Ich kann euch übrigens eine freudige Nachricht machen. Ich habe heute keine Sandaletten an. Das ist nämlich hier nicht gut. Ja, ich habe mir ja... Ja, hier. Wir spazieren schon wieder auf Glas. Naja, heute war auch das Wetter nicht gerade berauschend. Ne? Den ganzen Tag Regen, da kann man keine Sandaletten tragen. Ne? So, wir gehen weiter. Die Halle ist riesengroß. In ein Gebäude können wir leider nicht rein. Das war verschlossen und wegen der Anwohner, ne? Die gegenüber wohnen. Aber ich glaube, die... Dann kommen wir noch rein. Aber ich glaube, wenn die irgendwas gesehen hätten, dann wäre... Wenn was wäre, dann wären die jetzt schon da. Dann wären die schon hier, so sieht's aus. Luftschutzbunker oder sowas bestimmt. Ja, da sind wir noch auf der Suche nach. Ich habe heute eine Fabrik besucht. Da gab es einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg leider zu. Das ist das Einzige, was ich echt noch gerne sehen möchte. Ich denke mal, da ist auch kein Empfang, ne? Da in dem dunklen Räumchen, ne? Kannst du einmal reinleuchten? Weil er hat eine hellere Lampe als ich. Aber wir machen das schon. Mit drei Lampen sollten wir ja was sehen. Ne? Hier war das Kühllager, das siehst du sofort. Hier wurde die Lebensmittel wohl gekühlt. Ne? Ja. Ganz gerne einen Schritt versuchen. Ja, warte. Nee, der Empfang geht hier schon etwas mehr weh. Ach, guck mal, wie groß das ist. Kannst du mal in die Ecke da leuchten? Boah, Wahnsinn. Aber wenig Graffitis, ne? Ja, raus. Hier ist der Empfang total schlecht. Danke für die Geschenke. Danke fürs Folgen. Danke für die Eiswaffel. Ich werde sie später genießen. Ich muss jetzt erstmal laufen. Ja, so ein leckeres Eis am Abend, ne? Das ist schon was Besonderes. Ne? Hier sind jetzt wieder ein paar Graffitis. Was hat sich verabschiedet? Nee, ich habe Internetprobleme. Bei welchem Anbieter bist du? Und Tour, aber mein Datum wurde aufgebrochen. Ach so, ja, ist ja nicht schlimm. Ich hab das ja so ein bisschen im Blick hier. Mal hier, die Decke schon eingestürzt. Wahnsinn, ehrlich. Viel Spaß beim Essen, danke. Hier war es jetzt, ne? Wenn wir nach hinten in die andere Halle gehen. Ja. Jetzt bist du schon wieder im Bild hier. Egal, müssen wir gucken. Ach nee, guck mal da. Da waren wir noch gar nicht. Lass mal da hingehen. Ja, da ist doch nichts in dem. Oder sieht man uns da schon wieder? Ja, hier, wir können hier nicht überall filmen, denn hier im Umkreis sind Häuser. Wir sind schon froh, dass wir gerade nicht gesehen wurden, als wir reinmarschiert sind. Aber ein bisschen Risiko, ihr kennt das ja selber, ist halt dabei. Man kann es nicht ändern. Guck mal, hier holt sich die Natur schon durch die Halle so was zurück, ne? Warte, wo ist das Wohnhaus? Siehst du das von hier? Ja, da. Nicht reinleuchten jetzt, ne? Am besten. Ich gehe einfach mal so.
Hier können wir nicht rein wegen dem Wohnhaus gegenüber. Dann gehe ich mal einen schnellen Schritt. So. Das ist immer ärgerlich, ne? Wenn die direkt hier reingucken können. Was ist denn da oben? Was, weißt du, wo das da oben hingeht? Nein, das hat jetzt. Ist zu? Nein, bei mir das hier. Kannst du mal reinleuchten? Ja, ist immer noch zu, ne? Ja. Ich bin gerade reingetreten hinter dir. Wo? Ich bin das Loch. Ja, das ist nicht schlimm, das ist ja nicht so groß. Aber hier, passt hier auf, hier ist ein riesiges Loch. Wenn ich hier jetzt drauf stiefel, das ist nicht schlimm. Ja, das ist auch schlimm. Echt? Danke für den Hinweis. Einmal, was ist da unten? Der Keller? Der ist zu, ne? Okay, ist sowieso kein Empfang. Oh. Ja. Achso, dann ist das Haus. Ich dachte gerade, das ist der Zug. Scheiße, Mensch, habe ich jetzt gedacht, was ist das denn jetzt schon wieder? Hier, schon wieder. Ich wollte gestern eigentlich die Batterien wechseln, ne? Habe ich schon wieder vergessen. Was ist denn hier passiert? Haben die Scheibe kaputt, ne? Da vorne. Die Tür geht auch da rein. Gut, dann gehen wir da lang. Boah, warte mal. Das ist echt heute nervig mit dem Bild. Das ist immer wieder unscharf, ne? Also das hier ist eine, falls ihr es noch nicht wisst, das ist jetzt so eine verlassene, riesige Fabrik. Ein Teil davon ist abgebrannt und eingestürzt. Hier wurden mal Lebensmittel hergestellt, mehr werde ich dazu nicht sagen. Und das Gebäude steht jetzt circa 30 Jahre leer, also Ende der 90er. So, ich glaube Mitte der 90er wurde hier das letzte Lebensmittel produziert und seitdem steht hier alles leer und ist dem Verfall überlassen. Was aus dem Gebäude wird, kann ich euch auch leider überhaupt nicht sagen. Danke fürs Folgen. Gleich? Erst da rein. Das ist jetzt der andere Teil der abgestürzten Halle, ne? Das ist doch gut, dann gehen wir da mal hin. Hauptsache uns fliegt nicht wieder die Decke auf den Kopf, ne? Oder sonst irgendwas. So. Boah, guck dir das an. Alter Falter. Ist ja echt alles runtergekommen, ne? Boah. Boah, Wahnsinn, ne? Aber ist das noch vom Grundlärm lange von da hinten abzureißen? Ja, da sind die Schienen, ne? Ja. Da vorne. Ja. Boah. Guckt euch das mal an. Das ist komplett eingestürzt hier. Hoppla, warte mal, zurück. Wir können nur bis hier laufen. Da ist schon wieder dieses blöde Wohnhaus. Komplett eingestürzt hier. Nicht in die Richtung leuchten, ne? Okay. Da ist das Wohnhaus. Ist ja auch noch hell genug. Wir können ja hier lang gehen. Da kommt ein Zug. Ja? Gehst du da wieder rein? Hier. Ja, ist abgebrannt und eingestürzt. Könnt ihr ja hier auch sehen. Wir können leider nicht ganz in die Halle reingehen, weil man uns sonst sieht, weil da ist es offen und direkt gegenüber ist ein Wohnhaus. Die sehen uns schon, wenn wir reingehen und auch gleich wieder rausgehen. Aber ist ja egal, wenn wir raus sind, sind wir raus. Da ist auch eingestürzt. Hat das da auch gebrannt? Auch eingestürzt. Ja. Hier. Naja, das ist einfach durchmarottet. Oder ja. Das ist einfach durchgerottet. Durchgerottet, ja, kann auch sein. Naja, hier wird ja auch seit Jahren nichts gemacht. Thank you.
Die ganze Decke ist komplett hin und ja, das ist Brandstiftung, ne? Es ist in jeder Stadt im Ruhrgebiet der gleiche Scheiß. Die Idioten stecken alles an und zerstören alles und aus diesem Grunde hier bitte Türe schließen. Kann man aber nicht mehr. Die Treppe ist auch nicht mehr da. Aber wir müssen irgendwie da rauskommen, um in die anderen Hallen zu kommen. Weil wo wir gerade hingelaufen sind, war das zu mit Schutt. Und ich kletter nicht über den Schutt rüber. Ja, ich gehe hier nicht runter. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Guck mal, da kannst du dich überall verletzen. Ja, deswegen habe ich gesagt, irgendwo nicht mehr. Ja, vielleicht finden wir noch einen anderen Weg. Wir gehen mal da vorne. Vielleicht finden wir ja noch was. Da sind sogar noch Lampen da oben. Kaum zu glauben, dass die nicht geklaut wurden. Mega. Ja, danke fürs Folgen. Wenn euch das live gefällt, dann bitte pushen, teilen. Hier liegt eine Schippe. Boah, was ist das denn? Kannst du hier mal reinleuchten? Boah, guck dir das mal an. Mal wieder da hinten. Oh, da haben sie aber auch schon Feuer gelegt. Guck mal, da unten auf dem Boden. Siehst du? Da hat es auch gebrannt. Das siehst du sofort. Hier ist noch eine Tür. Boah, ist das einfach. Was ist hier? Waffen will ich nicht verstehen, oder? Ja, vielleicht wurde hier auch irgendwas gelagert. Das sieht aus wie so ein kleiner Lagerraum, ne? Ja, aber warum dann der Kopf? Hä? Warum dann der Kopf und die Fleischkinder? Ja, nee, lass uns. Ich habe jetzt keine Lust, da wieder rumzuklettern, ey. Wir finden schon einen Weg. Hier ist eine Tür, die ist zu, ne? Da ist auch noch eine Tür da vorne. Vielleicht geht's ja da raus. Ja. Scheiße, was war das denn? Alter Schwede. Jetzt hätte ich mich fast auf die Nase gelegt, aber nur fast. Ich sag ja, meine Sandaletten sind besser, die rutschen nicht so. Die haben einen festeren Halt unten an den Sohlen, ey. So. Kommen wir hier jetzt auch wieder nicht weiter, ne? Oder? Scheiße, Mensch. Ja, das sieht auch schon wieder aus, ne, als wenn es 2 Meter runter. Da, guck mal. Da ist eine Tür. Hä? Hier riecht es auch noch ein bisschen nach Feuer, ne? Ja. Hier in der Nähe hat es irgendwo noch gebrannt. Ja. Ja, aber du kennst mich. Ich habe keine Lust, darunter zu stiefeln, ne? Lass mal gucken. Wir müssen ja da auch raus. Das geht tatsächlich, ne? Und hier kommen wir zu den anderen Hallen. Ja, warte. Dann bleibt uns keine Wahl. Hältst du mal eben die Tasche fest? Natürlich. Du passt auf die Lampe auf, ne? Ach, scheiße, jetzt sind wieder meine Kletterkünste gefragt. Geh mal auf die Seite. Kannst du den Hund mal klein kurz? Das bin ich wirklich. Ja, warum denn nicht? Ist doch kein. Pass auf, hier ist ein Loch im Boden, ne? Wenn ihr rauskommt. Ein Loch im Boden hier. Ach so, warte, ich nehme die Tüte, dann kannst du besser klettern. Pass auf hier, ne? Ja, hier sind immer so ein bisschen Kletterkünste gefragt, ne? Warte mal, hier wurde bestimmt mal irgendwie was durchgepumpt, ne? Ja. Ohne mich zu blenden, das nächste Mal. Und jetzt schneiden wir noch eine Tasche. Ja, naja, dann muss er eine Runde tauchen gehen. Ich glaube, da hat er keine Lust zu. Wo geht's denn da rein in die Halle hier? Da können wir auch rein, da hat er auch gefunden. Ja, aber. Einmal reinleuchten und dann gehen wir wieder. Weil ich habe jetzt keine Lust. Ja, das sieht man auch, dass es da drin gebrannt hat. Und bestimmt auch kein Empfang, ne? Ey, kannst du mal reinleuchten? Da steht ein ausgebranntes Auto. Ja, ich komme da
Ja, dann lass uns da reingehen. Das sieht geil aus. Da stehen sogar Tische drin, wenn ich richtig geguckt habe. Hier ist ja schon wieder ein Loch. Oh, ein ausgebranntes Auto. Alter Schwede. Jo. Ja, da drin habe ich auf jeden Fall Empfang. Die Türen sind da offen. Boah, hier hat sich aber einer häuslich eingerichtet. Na, guck mal, hier. Ein Sessel. Hier ist aber alles nass. Pass auf beim Laufen, ne? Ja, mein Hund. Sitz. Hallo. Guck mal, das war Wahnsinn. Was war ja, wie ist das Auto denn hier reingekommen? Das war wohl nachher die Werkstatt hier war und hier gemietet wurde. Krass, Alter, krass. Guck dir das an. Ach, sowas habe ich aber auch noch nicht gesehen, ey. Könnt ihr beide mal einmal richtig schön reinleuchten? Weil meine Batterien hier, die lassen zu wünschen übrig langsam. Ja. Krass, krass, krass. Wahnsinn. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Schreibt mal im Chat. Hier nach hinten. Mal gucken, kann man hier lang? Ja. Oh, Wahnsinn, Alter Schwede. Was ist denn das für ein Auto? Kann man das noch erkennen? Ein VW. Ein VW oder so? Kann das sein? Ein VW? Ne? Oder? Es sieht zumindest so aus. Aber VW Polo. Alter, krass. Also ihr Lieben, krass. Boah, nicht in meine Augen. Sorry, ich habe meine Taschenlampe gerade runtergemacht, ne? Ja. Ich habe die weggenommen. Was hast du gefunden? 5 Cent. 5 Cent in dem Aus. Ah ja, hier. Ich glaube, da fährt aber auch nichts mehr, ne? Krass, 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 ey. Braucht einer von euch ein Auto? Ich biete es euch an. Für 5 Cent. Wer bietet mehr? So. Hör mal, wo geht es jetzt da draußen lang? Da sind wieder nur die Bahnschienen, oder? Jemand schreibt einen Wolf. Aber ist uninteressant, oder sollen wir da mal hingehen? Nee, nur Schutt kann ich gerne hinlaufen. Also nur Schutt, ja, Schutt brauchen wir nicht. Da haben wir ja schon genug. Krass, krass, krass. Der bleibt aber da schön sitzen, wenn du dem das sagst, ne? Ja, 6 Cent. Schön. 6 Cent. 6 Cent. 6 Cent, ja. Wer bietet mehr? Alicia Lange bietet 10 Cent. Na? Geschirr gibt es auch noch. Wir haben auch noch Geschirr im Angebot. Wer bietet mehr? Und einen Stuhl gibt es auch noch, einen schönen Bürostuhl und einen Kühlschrank ohne Tür. Wahnsinn. Und so ein Werkzeug. Pass auf mit, deinem Köpfchen, du. Sonst hast du gleich Kopfschmerzen. Ja. Nur sie ist da prädestiniert. Ja. Mir passiert das nicht. Das finde ich gut hier mit den... 123 Cent. Angebot. Angebot, 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 Angebot. Jo. Hier steht noch ein alter Wasserkanister. Das war gerade die Tür, wo du meintest, dass das... Ja, wo man nicht durchkommt. Ja, ja. Da hätte man wieder springen müssen, ne? Guck mal, wie die Gebote hier reinflattern. Wollt ihr mal hier, einmal hier. Einen schönen Zug am Abend hier, so ein Güterzug. Wunderschön. Gratis, 20 Cent bietet hier einer. Danke fürs Folgen. Ich hätte noch eine Badewanne im Angebot. Hier. Wer bietet mehr? Eine schöne Badewanne. Aus der Fabrik. Da hat bestimmt der Chef drin gebadet. Ne? Ganz gemütlich nach dem Feierabend. Ein Bierchen dabei, ne? Ein paar Erdbeeren. Willst du den Hund jetzt da reinschicken? Ja, ich geh dir jetzt das Hündchen erstmal baden. Ja, ich weiß, ein schönes Foto, ne? Kann ich das kriegen? So,
machen wir mal ein schönes Bildchen von der süßen Maus, ne? Guck mal. Die denkt sich jetzt auch, Mann, ich habe keine Lust zu baden jetzt, ne? Die hasst Badewanne. Ja, ich glaube, das sieht man ja auch. Und raus. Da wurde bestimmt das Geld drin gewaschen. Ja, das Geld, ne? Ja, Schwarzgeld, ne? Ja, ja. Ja, dann ist ja in jedem Lost Place, macht ihr ja ein Foto auf irgendeinem Podest. Das habe ich ja schon gesehen. Ist doch auch gut, wenn der Hund das mitmacht. Was ist das da? Ist der Wohnwagen zugänglich? Das weiß ich nicht. Nee, aber wir müssen nachher in diese Halle. Und dann ja? Schon mal wieder da hochkommen. Einfach auf die Steinmauer setzen. Ja, ja, super. Schon wieder klettern. Ich liebe es. Das ist ja jetzt nicht wirklich schwer für uns beide. Nee, warte ja, mal. Sehen die uns? Nein. Außer die Preisgänge. Ja, diese. Boah, Alter, geht's da überhaupt mal irgendwo hin? Nee, nur zu dem Wagen. Ja, die sieht. Lass die mal zu. Ja, nee, lass uns mal hier weggehen. Ich habe keine Lust. Ich geh davor. Keine Lust, dass die uns sehen. Ich glaube, so halt interessiert sowieso keinen, aber. Ich will mal. Kannst du ja noch fragen, ob die wollen, dass wir reingucken. Ja, lass mal. Ja, ja. Ne? Wer weiß, vielleicht haust da auch einer drin und will seine Ruhe haben. Was ist denn da in der Halle? Ist da noch irgendwas Besonderes jetzt? Ja, wie soll man denn da hochkommen, Mensch? Guck dir das mal an. Gibt es da noch einen anderen Zugang oder nur hier? Ich glaube nur hier. Früher war hier so eine Rampe. Ja, hat einer geklaut. Ja, das ist scheiße. Ich habe keine Lust, mir die Gräten zu brechen hier. Nee. Wir können ja mal gucken, ob wir einen Zugang finden da vorne, weil hier gehe ich nicht hoch. Guck mal. Mache ich nicht. Ey, guck dir das mal an. Ich habe keine Lust heute Nacht. Vielleicht da vorne. Ist jetzt ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Morgen mal die Batterien wechseln. Ich bin aber auch blöd. Ich lasse die. Da ist ja noch ein Auto, sehe ich gerade. Mein Gott, ich habe noch ein Angebot für euch. Wir haben noch ein Auto im Angebot hier. Hä? Das hat sogar nicht gebrannt. Das hat noch nicht gebrannt, das ist noch funktionstüchtig hier. Das fährt noch bestimmt ein paar Meter, fährt es bestimmt. Also, wer bietet mehr? Ich fange an, das Gebot, 1 Euro. Wahnsinn, ehrlich. Das ist, weißt du, das sieht aus, ne, als wenn hier mal eine Schrottpresse war. Wenn ich nicht wüsste, dass das eine Lebensmittelfabrik war, dann würde ich sagen, dass hier mal irgendwie was anderes war. Ja, das kann sein. Ich weiß ja jetzt, das steht ja auch schon etliche Jahre alles leer hier. Ne? Aber hier ist kein Zugang, das lassen wir auch. Das ist ja jetzt nur 2 Euro. Wo gehst du jetzt hin? Ja? Ja, wenn du irgendwas Besonderes da drin siehst, kannst du ja Bescheid sagen. Hätten wir mal den Stuhl mitgenommen, ne? Den wir eben gesehen haben in der anderen Halle. Dann brecht ihr nicht die Gräten, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ja, du bist ja auch nicht so, ist ja nicht so schwer wie wir, ne? Das ist schon wieder ein ganz anderer Unterschied. Ja, deswegen. Ja, ich kann es versuchen. Ich bin ja jetzt nicht da abgeneigt, aber. Ich kenne mich, du weißt ja noch im Krankenhaus, ne? Aber da ist noch eine Felge drin, also theoretisch sollte die uns beide halten. Ja, warten wir mal ab, was sie jetzt da drinnen sieht. Weißt ja noch am Wochenende im Krankenhaus, ne? Da ging halt ratzfatz, zack! Ist da noch irgendwas Besonderes drin? Nee, nur eine Sitzecke. Eine Sitzecke, ja, dafür gehen wir da jetzt nicht rein. Lass uns in die andere Halle gehen, die zugänglich ist. Also in der Halle hier ist nur noch eine Sitzecke drin, also so eine Art Couch. Dafür lohnt sich das nicht hier. Ich will mir nicht hier, ich bin kein Fliegengewicht hier. Sie hier, sie kann das gut. Ja, das würde ich jetzt aber nicht machen, ne? Keine. Pass auf, die Schrauben da, pass auf, die sind direkt hinter dir. Da an deinen Füßen, die Schrauben.
Den nur nicht runterrutschen lassen jetzt. Ja, dann hast also du, ja, weil die rammen sich direkt da rein, ey. Die sind so sauspitz. Also hochstemmen und auf den Reifen stehen. Ja. Oder so. Naja, so geht's auch. Aber bitte an euch, wenn du dort den Ort erkennst, ihn bitte nicht nennen. Nein, es werden keine Orte genannt. Wer das hier erkennt, bitte keine Orte nennen. Es gibt immer nur einmal eine Ermahnung und dann eine Stummschaltung. Ich habe den schon einmal ermahnt. Ja, der hat aber jetzt nichts geschrieben. Ich sehe jetzt zumindest jetzt nichts. Kommt mir so vor wie ein altes Lagergebäude. Ach so, nee. Ja, das kann er ja auch schreiben. Altes Lager kann er schreiben. Er soll halt nur keine Adresse oder keine Stadt nennen. Okay, ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Also bitte keine Orte angeben. Wir wollen das hier einfach vor Vandalen schützen. Ihr seht ja warum. Ne, hier hat es jetzt schon gebrannt. Hier ist eine Lagerhalle komplett eingestürzt. Wenn ihr Lost Place macht, dann schreibt mir bitte privat. Dann können wir euch gerne die Adresse geben. Kein Problem, aber nicht im Chat. Wie haben wir jetzt? 22 Uhr, ist immer noch hell. Wahnsinn, ne? Oh, was schreibt ihr hier? Sehr fein. Ja, das Auto war doch schön, ne? Erst ein schönes ausgebranntes und dann ein schönes gepresstes. Aber ich glaube, das fährt noch. Max, alles super. Das ist, ja, das ist ein Schornstein, das stimmt, ja. Da kann man sogar hochklettern, aber ich gehe da nicht hoch. Weil ich gehe da nicht hoch. Das sieht so nicht mehr so stabil aus. Ja, da fragt gerade einer, ob das ein Schornstein ist. Ja, ist einer. Dieses rote Haus, ne? Waren wir da eigentlich jetzt schon drin? Nein. Kann man da hoch? In die erste, da war doch eine erste Etage, oder nicht? Nur links und dann kommt dieser Lagerraum, wo die ganze... Gehen wir da gleich auch noch rein, da sieht uns ja keiner. Ja, dann bleibt... Dann gehen wir da gleich mal rein. Wir gehen jetzt gleich noch in so ein schönes rotes Gebäude. Ach, die Farbe finde ich ja so schön, ne? Rot ist eine richtig schöne Farbe. Da waren wir ja, dann klettern wir jetzt mal. Sind wieder unsere Kletterkünste gefragt, ne? Ich liebe es. Oh, rein mit dem dicken Hintern hier in die Halle. Oh. Du gehst auch da rein. Wir haben keinen Akku mehr. Kein Problem, ich passe ein bisschen auf. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt hingesetzt. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich brauche jetzt Hilfe. Nein, war nur Spaß. Wollen wir die Feuerwehr rufen? Nee, lass die Feuerwehr ja weg. Mama, die ist doch schon hier. Die wollen mich dann einfach wieder mitnehmen. Oh, ich habe da keine Lust zu. Jetzt haben wir... Oh, herrlich, jetzt müssen wir erstmal wieder Licht anmachen. So. Das ist ja noch harmlos. Nicht wieder 1,50 Meter in die Tiefe wie das letzte Mal, ne? In dem Krankenhaus, wo ich mir fast die Gräten gebrochen habe, ey. Ja, komm rein, Hündchen, komm. Na komm, ja. Wenn ich so springen könnte, du. Wenn wir alle mal so springen könnten, ne? Ja. Ist ja okay, wenn ich euch filme jetzt, ne? Ja, ja. Alles gut. Ja, du machst das besser als ich, aber pass auf, deine Tasche. Hab ich schon gemerkt. Ja, die macht dich aber hier. Ja. Ich habe schon auch dran, keine Sorge. Zwei alte Kerle beim Springen, beim Klettern. Ist das ein Rotz. Ey, bin ich jetzt noch nicht am Rotz. Hier schreibt jemand süß. Ist bestimmt das Hündchen gemeint, ne? Ja, ein süßes Hündchen. Nicht mehr die große Rolle, das muss man auch mal sagen. Ja, ich habe keine Lust, ich bin kein Kletterkünstler, ne? Ah, ich liebe das. Ich bin schon erstaunt, dass ich die 1,50 Meter da wieder hochgekommen bin aus dem Keller. Nee, das hätte ich tatsächlich nicht gemacht. Ja, weil dank des Stuhls, mir tut immer noch das Bein weh und ich habe immer noch überall blaue Flecke. Aber das Krankenhaus war es wert. Ne? Wo keine Schmerzen, da auch keine Freude. Viel schöner war das noch, als Licht dann war. Hier war ja mal Licht, das ist schon lange her. Ich meine, im Krankenhaus, wo du meinst. Ja, weiß ich, aber hier war ja auch mal Licht, aber das bist du auch schon ein paar Jährchen her, ne? Boah,
Diese Halle sind wir soweit durch, Keller und die obere Etage können wir nicht machen. Also, wir sind jetzt hier in der Halle durch. Die obere Etage geht nicht, weil die Einsturz gefährdet ist, da können wir nicht hoch. Dafür gehen wir aber jetzt noch in ein interessantes Gebäude mit einer Nähmaschine. Meinst du, die ist ja noch da? Müssen wir gucken. Wartet mal kurz, ich muss mal einmal stehen bleiben, das Bild ist schon wieder total unscharf. Oh, tut mir echt leid, das ist manchmal ein bisschen unscharf. Achtung, hier wird es glatt. Das glatt. Das Bild ist manchmal ein bisschen unscharf, das liegt am Empfang. Die Hallen sind einfach, das ist klar, ist dick, alles dick hier, dicke Mauern. Ne? Aber wir gehen jetzt raus, da wird es dann wieder etwas besser. Nein, man hat vorhin gesehen, da wo Scherben waren, hat sie ihn auf den Arm genommen. Ja, ja, das macht sie auch. Ne? Sie redet jetzt von deinem Hund. Ja, eigentlich hat sie auch Schuhe, aber nur heute nicht dabei. Die hat auch spezielle Schuhe. Damit kann das Hündchen auf den Scherben laufen, nur heute nicht. Deshalb wird die dann immer getragen. Kannst du einmal hier runterleuchten, bitte? Ist aber auch nicht mehr viel, ne? Ja, ich bin ja immer auf der Suche nach einem Bunker. Aber ich glaube, unter einer Fabrik wird wohl kaum einer sein, ne? Nee, meistens nicht. Boah, ich wäre so gerne mal einmal in einen Bunker runter. Hier war mal ein Gulli. Ja, ja, das sieht, vielleicht können wir in die Kanalisation absteigen. Mal ein bisschen die Ratten besuchen da unten, ne? Aber nicht heute. Nee, dann stink ich. Ich war heute in der Badewanne. Das hätte ich mir wieder schenken können. Hier ist alles rutschig. Ne? Ich bin schon wieder, aber im Moment geht's ja. Oh. Weil heute Morgen, als ich in der Fabrik war, da war ich wieder am Schwitzen, weil das so komisch warm war. So schwül. Aber jetzt geht's ja gerade so ein bisschen. Ach. Ja, da oben können wir leider nicht hoch, weil das eben einsturzgefährdet ist. Ne? Aber dafür hier das kleine rote Gebäude. Da drin ist ja hoffentlich auch ein bisschen Empfang, ne? Der Tor. Das war mal eine Diskothek. Ja. Auf dem Firmengelände. Danach, die Firma war schon zu und danach ist das hier hingekommen. Ach so, okay. Wo gehen wir jetzt rein? Da vorne? Ja. Ach so, Moment. Ich muss jetzt ein bisschen nach unten filmen, damit die Werbung nicht erkannt wird. Damit unsere Krawallmacher nicht merken, wo wir sind. Eigentlich echt schade drum, ne? Das ist sagenhaft, ey, da wo. So schön hier und dann alles kaputt. Wir haben uns auch kurz verladen das letzte Mal hier. Und? Da war der Boden sauber, also da ehrlich? War gar nichts. Ja, hier haben sie auch schon wieder die Scheibe eingeschlagen, ne? Die haben sogar die Wand rausgetreten hier. Ja. Geh mal hier. Oh, ey, hier die Stadt, hier läufst du überall auf Schutt. Ey, ich glaub's nicht, guck mal. Die Steckdosen sind ja noch da. Oder zumindest ein Teil davon. Aber dafür sind die Kabel weg. Die Kabel haben sie geklaut, guck. Ja, die Maschine rausgeklaut. Und wieder mal die Fenster kaputt, wie immer. Was ist denn das hier? Milch? Was steht da? Member-Raum. Oh, da weiß ich, was für ein Lied das war. Dann war so ein... Die gab es aber, glaube ich, oft im Ruhrgebiet früher in den 90ern, ne? Gibt es immer noch sehr ruhig. Ja? Echt jetzt? Ja, was machen die da für Musik? Schlager oder wieder dieses englische Gedöns da? Ja, echt jetzt? Das ist nichts für mich. Ich bin Schlagerfan, ich will nichts anderes. Naja, nicht nur, aber fast immer. Ne? Ja. Geht's da noch irgendwo hin jetzt oder was? Nee, wir müssen tatsächlich uns ein bisschen denken, aber hier ist noch was Schönes für dich, was ich will. Ja, dann lass mich mal rein und dann müsst ihr nur mit reinkommen, damit ich. Ah ja, hier die. Jo. Wahnsinn, ey, da hätte ich gar keinen Platz für zu Hause. So groß wie das Ding ist, ey. Hier ist auch schon wieder die Kabel geklaut. Ich kapier das einfach nicht, ey. Ist da in dem einen Raum noch was? Ja, hier? Das ist komplett leer. War mal da ein Kühlschrank dran.
Da ist doch eine Tür. Wo geht die denn? Die geht ja wieder da draußen. Oh, da waren wir ja gerade, ne? Ja, gut. Dann müssen wir jetzt noch mal einmal durchs Tor klettern. Hey, warte mal, ich habe ja, der ist aber zum. Der ist nicht durch den Schuh, keine Sorge. Aber hier, der hat sich hier gerade festgefressen. Guckt euch das mal an hier. Kannst du mal feste ziehen? Kann nichts passieren. Der hängt nur in der Sohle, nicht in meinem Fuß. Einfach rausziehen, feste. Ach, warte. Ist nicht schlimm, wenn der Schuh kaputt geht. Der ist eh schon im Arsch von dem einen Lost Place. Wahnsinn. Gut, dass ich den nicht im Fuß jetzt habe, ne? Gut, dass der abgeknickt ist. Ja, ja, ich bin ja auch kein Fehler. Ne? Das war zu los. Das war zu nicht. Egal. Ich wollte eigentlich wegpacken, auf den Weg. Das Gebäude hier gegenüber federt das ein bisschen ab. So. Boah, ich bin schon wieder am Schwitzen. Woher kommt das? Weil das da drin so warm ist, ne? Ja, das ist echt. Oh, ist das ein Rotz, ey. Ja, nein, pass auf, wenn ich jetzt. Laura, wenn ich jetzt meine Jesuslatschen angehabt hätte, wäre das nicht passiert, weil die Sohle tatsächlich hier nicht so dick ist wie die unter diesen Pantoffeln. Das ist kein Witz, da sind die Sohlen tatsächlich noch dicker. Da bin ich nämlich schon in eine Glasscherbe rein, die war komplett in dem Schuh verschwunden und trotzdem nicht in meinem Fuß. Hier, kannst du dir jetzt einen neuen aussuchen? Aber ich habe schon neue Schuhe bekommen gerade hier. Ja, ist doch egal, wenn die Schuhe kaputt, die sind eh schon kaputt. Die fliegen weg, die sind eh nur für ein Lost Place. Dann kommen neue und gut ist noch mit noch dickeren Sohlen. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ich habe echt Glück gehabt, wenn die Sohle das einfach mal gehalten hat, ne? Dann hätte mir jetzt noch gefehlt, so einen schönen Nagel im Fuß. So. Geht die jetzt mit rein, ja, ne? Alter Schwede, da kriege ich ja schon wieder Rückenschmerzen, Mann. Oh, ich sag ja, ich bin. Hier ist aber noch ganz schön viel drin, ne? Ja, auch. Wo ist die Nähmaschine? Nein, Huch. Was ist das denn da? Ein Autospiegel, ne? Jo. Warst du das jetzt? Ja. Ich bin hier, ja. Ich dachte gerade, da ist schon wieder einer auf dem Gelände. Da oben hängt eine Unterhose. Nee, ist ein Beutel. Echt? Sieht aus wie eine Unterhose. Okay. Na dann. Hier liegt aber noch ganz schön viel Briefpapier rum, ne? War bestimmt das Büro. Nee, hier war vom Kronen irgendwas geladen. Also, habe ich hier drinnen denn jetzt Empfang? Weil hier ist nämlich alles zu, ne? Hoffentlich. Weil hier ist jetzt kein einziges Fenster. Das ist nie gut. Windows XP ist aber alt, ne? Das gibt's gar nicht. Gibt's das überhaupt noch? Das wird da gar nicht mehr angeboten, ne? Nee. Meine ich doch. Windows XP Professional. Also, tut mir bitte den Gefallen, wenn ihr merkt, dass das hier nicht mehr funktioniert, dann schreibt das bitte. Weil ich habe vollen Empfang, aber das heißt ja nichts. Seht ihr nichts mehr oder das Bild bleibt stehen, schreibt das bitte in den Chat, dann gehe ich hier sofort raus. Steht da die Adresse drauf? Nee, aber untergebracht. Hä? Nee, ich will nicht draufstehen. Vielleicht, ist das überhaupt von hier? Guck mal. Ich weiß es nicht, ich kenne die Fabrik zwar, aber wie die jetzt von oben gebaut ist, da habe ich keine Ahnung von, ey. Hier ist was, aber nicht von hier. Was steht denn da? Ja, da steht aber trotzdem eine Adresse drauf. Das ist aber nicht von hier. Das ist eine ganz andere Stadt. Guck mal, was da steht. Ja. Uninteressant. Die Stadt ist weit weg. Hier liegen noch mehr von diesen Dingern. Wolltest du die mitnehmen oder was? Nee. Stimmt, wir nehmen ja nichts mit. Hast du auch wieder recht. Korrekt. Richtig. Wir nehmen ja gar nichts mit, außer unsere eigenen Füße, ne, die uns fast abfallen. Fotos. Und unsere, ja, die Fotos nehmen wir immer mit, das stimmt. Wahnsinn. Hier liegt noch ein altes, kaputtes Telefon. Wo ist ein Telefon? Ja, da ist aber auch noch ein Staubsauger. Das ist ein altes Faxgerät, guck mal. Mit Fax.
Und einen schönen Staubsauger. Und einen Röhrenfernseher. Und noch einer. Kannst du den mal hier einmal anstrahlen? Guck dir diesen riesen Fernseher mal an hier. Boah. Der? Das ist dieser von früher, dieser Thompson hier. Guck mal. Der alte Röhrenkasten. Ey. Ich habe so einen noch zu Hause. So einen großen Röhrenfernseher. Den nutze ich sogar noch. Der ist geil. Hier, kriegst du deine Einzelteile her? Ja, den haben sie aber auch schon ausgeräumt. Da unten haben sie bestimmt die Bildröhre geklaut, ne? Ne, ist noch zu. Haben sie nicht. Videokassetten, kennt ihr die noch? Ja. Also wo ich Kind war, gab es die noch. Oh, das darfst du nicht zeigen, das musst du zensieren. Ja, dann schmeiß es weg. Ja, das ist, sonst werde ich gleich einmal entfernen, bitte. Einmal umdrehen. Ja, das dürfen wir leider nicht zeigen. Wir sind Kassetten. Hallo? Was ist das denn hier? Rockset. Rock'n'Roll. Rockset. Alter Schwede. Huch. Der Empfang ist noch da, ja. Aber nee, Maschine weg. Das waren noch Zeiten. Ja, ich kenne das noch früher mit den Videokassetten. Die hat man dann schön eingelegt. Ne? Oh, hier. Was haben wir denn hier Schönes? Hier sollst du nicht hinfilmen. Nee, dann filmen wir da auch nicht hin. Da sind wieder die Adressen, ne? Ja, da steht komplett Name drauf. Sollen wir hier mal eine Runde Karten spielen? Ein bisschen Mau Mau. Hier ist noch ein schöner Autoteppich für die Kinder. Aber wie kommt denn sowas in eine verlassene Fabrik? Das haben wir uns auch gefragt. Das muss ja jemand als Lagerraum. Weißt du was? Es gibt in vielen Fabriken gibt es so eine Abteilung für Kinder, für die Leute, die arbeiten. Da gab's es gibt so Firmen, da gibt es so einen kleinen Kindergarten für die Mitarbeiterskinder. Vielleicht ist das hier auch so gewesen, das weiß ich aber nicht. Ja, gibt es wirklich, das ist kein Witz. Der hat jetzt nur das Gesicht verdecken. Hat ja auch der Typ da von Krupp. Ich verdecke jetzt nur das Gesicht mit voller Absicht. Ja, ja, ich weiß warum. 33%. Boah, der Akku also lässt langsam nach. Ja, ist alles 20 Jahre her. Ist alles lange her. Hier liegen noch ein paar Weihnachtskugeln und ein eingepackter Weihnachtsbaum. Und Kerzen. Also, fröhliche Weihnacht. Mal alle miteinander. Also, wer kann hier noch Autoreifen? Ein Autoreifen könnt ihr haben. Hier sind noch ein paar schöne Christbaumkugeln und ein Christbaum. Ne, das wär hier das nächste Angebot. 5 Euro. 5 Euro, wer macht mehr? Und einen Sessel gibt's auch noch. Der ist auch noch eigentlich, wenn kein Bild. Mein Gott, jo, weißt du, was das hier ist? Das nicht. Ja, ich film mich auch nicht. Das sind die Unterlagen und die Ordner von der Firma. Wie kann man sowas hier aufbewahren? Da steht doch alles aus den letzten... Da stehen Namen, Telefonnummer, Adresse. Die haben da einen an der Waffe. Also, wenn du filmst, kannst du ja mal gucken. Nee, ich film da gar nicht hin. Das sind... Steht auch viel ja. An was ja. Für... Ne? Das ist noch zu D-Mark-Zeiten, guck mal. Ja, nee, das können wir nicht filmen. Tut uns leid, das ist die volle Adresse von hier drauf. Die kompletten Firmenunterlagen und Rechnungsbücher liegen hier rum. Ich hab das, jetzt verstehe ich nicht, ne? Ja. Danke für die Geschenke, danke fürs Folgen. Film mal nach links. Wohin soll ich filmen? Alter, das ist ja was. Eieiei, was haben wir denn hier? Wow. Süß. Kannst du noch mal drauf filmen? Süß, ne? Wahnsinn. Och, Mensch, was süß. Oh. Was sind das überhaupt für Teile? Ja, wir müssen nur auf die Adressen ein bisschen aufpassen, ne? Das ist Styropor, ne? Oder? Boah, hier drin ist es warm. Ich bin schon wieder am Schwitzen. Ne? Wir sind ja auch theoretisch durch. Ja, hier. Theoretisch warte, kannst du hier mal eben einmal hinfilmen? Guck mal hier. Kennt ihr den Film? Nicht. Ja. Okay, gut. Das geht. Ja. Neben dir ist Schmuddelwerbe. Ja, deswegen da nicht. Ja, nee, da ist. Habe ich auch nicht drauf. Da hast du doch eben umgedreht hier. Genau. Alles gut. Das Problem ist, umdrehen bewegt nicht. Ich habe gerade noch was oben drauf gelegt. Übrigens hast du hier deinen Schlüpper.
Hier schöne Musikkassetten aus den 90er und 80er Jahren. Noch mal ein paar schöne Videokassetten. Wer weiß, wer da, was da drauf ist auf den Filmen. Ne? Ja, ich Jo, Superman. Superman Teil 2. Superman mit Christopher Reeve. Jo. Was? Wohin soll ich nicht leuchten? Da, wo ich hinleuchte. Da ist doch nichts. Doch. Wo denn? Da ist ein Computer. Intercomputer. Ja, da leuchte ich ja nur. Das ist doch nur ein Karton. Das ist alles. Ach, das meinst du? Ja, da filme ich nicht hin. Das war aber auch nicht zu sehen. Das habe ich doch jetzt erst ins Auge gesehen. Alles gut. Lass uns hier mal rausgehen. Es ist so warm hier drin. Ja, es gibt immer einen Weg, wie man hier hinkommt. Wir gucken vorher immer, erkunden die Lage, checken und dann gehen wir rein. Es ist hier nur leider so, dass hier direkt gegenüber ein Wohnhaus ist. Aber wir sind jetzt schon seit über einer Stunde hier. Es ist nichts passiert bis jetzt. Also scheint das die Anwohner hier auch nicht zu interessieren. Ist aber auch normal, glaube ich, für diesen Stadtteil. Ja, geh mal raus, ne? Oh, ich bin schon wieder am Schwitzen, ey. Alter Schwede. Da ist er richtig aufgeheizt hier drinnen. Ah, raus. Oh. Ja, es ist wirklich schade. Diese Fabrik hier ist riesengroß. Mehrere Häuser und alles steht leer. Ja, draußen Frischluft, das tut echt gut. Es ist extrem warm da drin, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wahnsinn. So warm ungefähr. Jetzt haben wir alles gesehen, ne? Ja. So, ihr Lieben, wir haben jetzt alles gesehen. Wenn ihr noch Fragen habt, noch 2 Minuten, dann werden wir das live beenden und uns vom Acker machen, damit wir auch noch nach Hause kommen. So, also halb, so, stopp. Nur bis hier, damit die Werbung nicht zu sehen ist. So, habt ihr noch Fragen? Dann stellt sie bitte jetzt. Und ansonsten gibt's schon mal einen Tipp am Samstag. Stimmen auf dem Gelände? Ja. Wo denn? Wir beenden das live jetzt. Hier ist jemand auf dem Gelände. Und am Samstag kommen wir wieder. Da besuchen wir ein, was war das jetzt? Ein Kraftwerk. Ein Heizkraftwerk und noch ein anderes verlassenes Gebäude. Es wird also spannend. Ob ich morgen live komme, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Macht's gut und danke fürs Zuschauen, für die Geschenke und fürs Folgen. Und wie gesagt, ich mache auch Musik. Guckt euch bitte einfach das an, was euch gefällt. Schönen Abend noch. Tschüss.